Hey Leute, ich möchte mit euch heute über ein Thema reden, über das ich seit Jahren schon immer mal wieder nachdenke. Und zwar geht es dabei um die Tagesform. Das betrifft einen ja im täglichen Üben. Das spürt man ja. Und ich denke, in der Theorie ist jedem natürlich klar, dass wir keine Roboter und Maschinen sind, die jeden Tag gleich drauf sind und die gleiche Leistung abbringen. Aber in unserer Bewertung, unserer persönlichen Bewertung, unserer eigenen Leistung, vergessen wir das, denke ich, ab und zu mal. Und ich habe vor kurzem angefangen, wieder mit einem Thema mich zu beschäftigen, was ich jetzt eine Weile vernachlässigt habe und was eigentlich nicht zu meinen Stärken gehört, und zwar die Gehörbildung. Das ist das Erkennen und Einordnen von Klängen, dass man zum Beispiel per Gehör versteht, der Pianist spielt ein Dur-Akkord und der Bassist spielt die Quinte im Bass dazu und der Solist spielt mit einer Mixolydisch-Kreuz-11-Skala drüber und jetzt weiß ich, welches Voicing vielleicht sogar ich in meinem Kopf höre, was dazu passen könnte. Nur kein falscher Neid, so weit bin ich auch nicht. Aber das ist das Thema Gehörbildung, also das Erkennen von Klängen. Und dabei ist mir das wieder aufgefallen und da musste ich drüber nachdenken. Und das Schöne ist, da kann ich euch was zeigen. Und zwar gehen wir dazu mal an den Computer. Und zwar übe ich unter anderem mit dem Programm Earmaster. Da kann man so sich abfragen, verschiedene, zum Beispiel Akkordumkehrungen. Das Ganze läuft dann so ab, der Computer stellt eine Frage und du sagst dann, es war ein Verminderter in der Grundstellung. Oder ein Dur, Dreiklang, erste Umkehrung und so weiter. Und das Schöne an diesem Programm ist, dass es einem auch die Resultate anzeigt. So, und da sehen wir hier folgendermaßen. Und zwar hier am 21.06. habe ich angefangen, diese Akkordumkehrungen zu üben. Und zwar, ich habe immer so eine 45 Minuten ungefähr gemacht. Und hier am Rand sieht man jetzt sehr, sehr gut meine Entwicklung. Und zwar am ersten Tag habe ich in der knapp halben Stunde 133 Fragen geschafft. Davon waren nur 91 korrekt. 68% ist jetzt nicht so gut, aber das war, um erstmal wieder reinzukommen. So, und schon am nächsten Tag konnte ich mich steigern auf 80%. Habe fast genauso viele Fragen geschafft, eine mehr. So, meine Antwortzeit hat sich ein bisschen verschnellert, aber naja, okay. So, dann hat sich das dort eingepegelt, bei diesen 80%, mal wieder ein bisschen schlechter, ein bisschen besser. So, nach einigen Tagen Üben wurde es besser. Was ja auch so sein sollte, wenn man regelmäßig übt. Hier, jeden Tag schön geübt. Und dann war ich bei 92%. Ich habe auch viel mehr Fragen geschafft zu beantworten, nämlich ich war jetzt schon bei 178 Fragen in diesen 25 Minuten und davon waren 92% richtig. Meine Antwortgeschwindigkeit ist auf 4 Sekunden, meine durchschnittliche Antwortzeit ist auf 4 Sekunden runtergefallen, weil, na klar, man wird ja immer besser und die Sachen, die man gleich erkennt, die kann man dann sofort sagen, das ist das, das ist das. Überhaupt kein Problem. Und dann aber fiel ich wieder zurück. Und zwar hier auf 86% am 29.06. und dann sogar noch tiefer. Und das waren zwei Nächte hintereinander. Da erinnere ich mich nämlich noch dran, wo ich schlecht geschlafen hatte. Und am ersten Tag war der Unterschied noch nicht so krass. Ja, da war ich sogar von der Antwortzeit her schneller. Da hatte ich zum ersten Mal 200 Fragen geschafft. Aber trotzdem nur 86% richtig. Und am nächsten Tag, nach zwei Nächten schlecht geschlafen, und an dem Tag habe ich auch einen Freund besucht und der hat auch gesagt, Mann, du siehst aus, als hättest du gar nicht geschlafen. Also man hat mir das auch angesehen, war ich noch schlechter. Ich denke, das ist eine ganz normale Entwicklung, dass man mal besser wird und dann mal ein paar Tage schlechter ist. Das muss auch gar nicht sein, dass man weiß, dass man schlecht geschlafen hat. Wer weiß, vielleicht hat es was mit dem Essen zu tun oder man hat eine neue Kaffeesorte getrunken oder man hatte Stress, weil man Streit hatte mit jemandem. Keine Ahnung. Ich denke, so eine Entwicklung ist was vollkommen Normales, dass man bessere und schlechtere Tage hat. Und das Wichtige ist, dass man sich dann nicht selber irgendwie schlecht macht, dass man sich selber noch Druck aufbaut und sagt, ja, ich bin so schlecht und kann nichts. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Leute gibt, die üben irgendwas. Also die lernen jetzt irgendwie eine neue Tonleiter, ein geiles Lick und so. Und dann üben die das hier mehrere Tage, wie ich das geübt habe. Und dann ist irgendwann Blues Session. Dann gehen sie auf die Bühne und heute ist der Tag, wo ich das spiele, was ich so lange geübt habe. Und dann ist vielleicht einer dieser schlechten Tage. Und dann klappt das nicht. Und ich habe schon Leute gesehen, die nach einem schlechten Tag gesagt haben, ja, ich mache keine Musik mehr, ich höre auf, ich habe kein Talent und so. Und das brauchen wir nicht. Das Schöne an dieser Grafik ist hier, man sieht auch, ich war ja trotzdem besser
als da, wo ich am ersten Tag wiederholt habe. Und das muss man auch zu schätzen wissen. Das muss man lernen, dass man da sich trotzdem sagt, hey, ich bin trotzdem insgesamt besser geworden. Und bei mir sehe ich das oft im Gitarrenunterricht, wenn die Schüler kommen, vielleicht sogar, wenn die alle 2 Wochen kommen, manche, und ich sehe dann immer eine enorme Verbesserung, weil ich sehe ja nur Tag 1, gar nichts geht. Okay, greife das so, mache das so, enorme Anstrengung. So, der Schüler übt das jetzt jeden Tag. Und sein einziger Wert ist, kann ich es oder kann ich es nicht? Das Einzige, was für den Schüler zu zählen scheint, ist, ob ich den Akkord jetzt greifen kann. Was ich aber sehe, ist, am ersten Tag hat es 1 Minute gedauert, den zu greifen, und jetzt dauert es nur noch 20 Sekunden oder 10 oder 5. Und nur weil der nicht gleich klappt, ist das für den Schüler ein Weltuntergang oder schlecht. Aber ich sehe immer, ich sage immer, wow, eine enorme Verbesserung, wunderbar, bleib dran, wenn das so weitergeht. Und das sieht man hier auch, dass die Antwortzeit immer schneller wird. Und ich denke, das sollte man im Hinterkopf behalten. Hey, insgesamt werde ich besser. Denn es gibt keinen linearen Fortschritt, der einfach nur nach oben geht. Hey, ich mache jeden Tag was und werde jeden Tag kontinuierlich besser. Es gibt auch mal Rückschritte. Ja? Eine andere interessante Frage ist vielleicht, was mache ich an so einem Tag, wo ich besonders schlecht bin? Und vielleicht weiß ich das sogar, weil ich schlecht geschlafen habe. Es gibt die einen, die raten da, an diesem Tag nichts zu machen. Jemand zum Beispiel schlechte Laune kriegt. Oder es gibt auch, ich habe auch mal gelesen von irgendeinem berühmten Gitarristen, ich weiß nicht mehr wer, in irgendeinem Interview, der hat gesagt, an einem Tag, wo nichts funktioniert, sollte man lieber gar nichts machen, sonst gewöhnt man sich vielleicht noch was Falsches an. Ich habe da eine andere Meinung dazu. Ich finde, diese Tage, wo ich schlecht bin oder wo ich schlechter bin als sonst, die zeigen mir das, was ich nicht gut kann, besonders gut. Also nochmal, oder anders. An einem Tag, wo ich kaum geschlafen habe oder ein anderes Problem hatte, die Dinge, die da funktionieren, die kann ich wirklich, die kann ich zu 100%, die kriege ich richtig hin. Und die Dinge, die da nicht funktionieren, und das sind die Dinge, die ich besonders üben musste, in denen ich besonders schlecht bin, so kriegt man sehr gut raus, okay, die Dinge schiebe ich erstmal zur Seite und die Dinge muss ich besonders üben. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will eigentlich nur sagen, lasst euch von kurzzeitigen Rückschlägen nicht ins Boxhorn jagen, bleibt einfach dran und macht weiter. Ihr werdet auf jeden Fall besser, denn das Gehirn ist so gebaut, was ich jeden Tag benutze, wird verdrahtet, wird verbessert und da kann man gar nichts gegen machen. Deshalb fröhliches Üben. Hey Leute, danke fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Über Kritik, Fragen und Themenvorschläge freue ich mich besonders. Schreibt dazu einfach in die Kommentare. Abonniert doch gerne meinen Kanal für mehr Videos rund um das Gitarrespielen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Üben.